Wir kommen zur Übung 3.13. In dieser Übung sollen wir die Übung 3.11 erweitern, also das Begrüßungsprogramm erweitern, indem es anhand des Vornamens das Geschlecht automatisch erkennt und zur Begrüßung Herr und Frau ausgibt. Dazu sollen wir zwei Hilfsfunktionen schreiben und in der Teilaufgabe A eben die Hilfsfunktion String Ends. Sie bekommt zwei Parameter übergeben. STR und Suffix und prüft, ob Suffix das Ende des Strings STR darstellt. Auch hier würde ich mir das erstmal wieder anschaulich machen, was eigentlich passieren soll. Wir können mal einen Beispielaufruf STR Ends mal darstellen. STR Ends, ich nehme als Name Annette und als Endung eben TTE. Ein zweites Beispiel, String Ends. Ich nehme die Hanna mit A hinten und das A. Und wir schauen uns gleich zwei Lösungsvarianten an. Dafür sind diese beiden Beispiele ganz zielführend. Beim ersten Beispiel ist klar, dass die Zeichenfolge TTE nur einmal im String vorkommt. Das heißt, wenn ich mit String TTE suche und dann mich bereits am Ende der Zeichenkette befinde, dann habe ich mit Sicherheit die Endung gefunden. Bei Hanna ist das nicht der Fall. Wenn ich das A finde, ist es gleich der zweite Buchstabe. Das heißt, dann müsste ich einen solchen Suchalgorithmus fortführen. Wir können aber ganz einfach durch Zeigermanipulation, durch Verschieben des Zeigers schauen, ob wir uns am Ende befinden. Das ist mal die erste Variante, die ich mit Ihnen durchsprechen möchte. Ich bewege mich einfach ans Ende des Strings, schaue, um wie viel ich mich nach vorne bewegen muss, wie lang ist das Suffix, das ich überprüfen muss, und verwende dann einfach String Compare, um zu schauen, ob das Ende übereinstimmt. Also der Rückgabewert von String Ends ist Int, liefert einfach 0, wenn nicht enthalten, und wenn enthalten eine 1. Ich würde auch hier die Signatur verschärfen, Constant Character Pointer STR und Constant Character Pointer Suffix. So, wir wollen wieder abfangen, dass nichts schief geht, also falls nicht STR oder nicht Suffix. Also null ist sicher nicht enthalten, deswegen können wir einfach 0 zurückgeben. Ich bestimme mal die Länge. Die Länge ist eigentlich size t vom Typ oder ein unsigned int. Size t len ist die String len von str. Wir brauchen string.h. Und ich hole mir mal noch die Größe des Suffix. Ich nenne sie mal s-len für Suffix. Len ist die Länge von Suffix. So, jetzt können wir natürlich noch den Extremfall haben, dass das Suffix länger ist als der String. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir uns im Speicher bewegen, dürfen wir uns nicht außerhalb eines Strings bewegen. Wenn der Name beispielsweise an, also an, und die Endung TTE wäre, dann dürften wir nicht in AN prüfen, ob TTE auftritt. TTE wäre länger. Das heißt im Umkehrschluss, falls die Suffixlänge größer der Länge des Strings ist, dann kann das Suffix natürlich auch nicht enthalten sein. Wir sparen uns hier jeglichen Vergleich. Um jetzt zu vergleichen, ob das Suffix mit String übereinstimmt, können wir String Compare verwenden. Falls also String Compare unser STR plus die Länge zeigt auf das Ende, das heißt beim Beispiel Annette, würden wir auf die Nullterminierung nach Annette zeigen. Wenn wir davon die Länge des Suffix wieder abziehen, dann bewegen wir uns quasi wieder ein Stück nach vorne, nämlich genau um die Buchstaben T, T und E. Das heißt, unser Zeiger steht auf dem ersten T. Danach folgt ja eine Nullterminierung. Das heißt, das Ende von Annette ist gleich dem String Suffix. Das heißt, wir können mit Suffix vergleichen.
String-Compare liefert 0, wenn es keine ASCII-Differenz gibt, das heißt, wenn die Zeichen für Zeichen gleich sind. Und dann können wir mit Return 1 das Suffix als erfolgreich gefunden bezeichnen. Andernfalls haben wir es nicht gefunden. Das kann man sich jetzt leider nicht so schön anschauen, deswegen würde ich zum Debuggen hier mir noch eine Variable einfügen. Nennen Sie mal wieder temp. Das wäre unser str plus len minus s len. Und dann können wir nämlich hier uns das temp betrachten. Dann haben wir eine Chance, das auch im Debugger anzuschauen. Probieren wir das mal aus. Wir springen in die Funktion. Beide Zeiger sind gültig. Wir holen uns die Länge, die ist einmal 7 und einmal 3. Das heißt, das Suffix kann enthalten sein. Wir holen unseren temporären Zeiger und durch die Addition der Länge und der Subtraktion um das Suffix sehen wir jetzt genau, das sind zwar unterschiedliche Zeiger, also von den Adressen unterschiedlich 1030 und 1034, aber sie sind inhaltlich gleich. String-Compare liefert 0, damit war die Funktion erfolgreich. Das gleiche gilt natürlich für die zweite Variante, das kleine a hinten dran. Das heißt, auch hier passt es, wir können das Suffix suchen. Unser temp zeigt auf das a, also die Größe war ja 1, also von 5 minus 1 aufs vierte Zeichen, auf dem vierten Index und der Vergleich passt und wir haben erfolgreich gefunden. Ich möchte mit Ihnen noch eine zweite Variante ausprobieren. Dazu schmeißen wir das alles nochmal weg. Und zwar über die String-String-Funktion. String-String str-str sucht einen String nach einem Teilstring. Und wenn der Teilstring gefunden wird, dann gibt die Funktion das erste Auftreten dieses Teilstrings zurück. Ich hole mir auch die Länge vom Suffix. Beim ersten Beispiel wird das Ganze funktionieren, das heißt, wenn das Suffix enthalten ist, dann könnten wir jetzt genauso prüfen, wie wir es gerade gemacht haben. Ich gebe es einmal nochmal ein, String compare temp, Suffix ist gleich 0, return 1. Also das können wir uns gleich nochmal schnell anschauen. Wir springen rein, wir holen uns mit String String das Suffix, also das gesuchte Element innerhalb des Strings. Es ist gesetzt, das heißt, das funktioniert. Wenn wir jetzt das zweite Beispiel uns anschauen, werden wir gleich sehen, dass es nicht funktioniert. Wir suchen das Suffix, a ist gleich der zweite Buchstabe. Das heißt, jetzt wird der Vergleich natürlich fehlschlagen. Wenn das Suffix nicht auftritt, dann passt das hier natürlich schon, dann kriegen wir Return 0 zurück. Ich würde jetzt hier eine Schleife draus machen und das Ganze so lange wiederholen, dass wir uns quasi zum letzten Element hin bewegen. Haben wir das richtige Suffix gefunden? Das können wir ganz einfach feststellen, wenn nämlich unser temp am Index von sLen gleich der Nullterminierung ist. Sie erinnern sich an Annette, wir hatten hinten das TTE gefunden, das heißt, die Länge des Suffix von sLen und da, wo das Suffix am Ende steht, temp von sLen, muss natürlich direkt auf die Nullterminierung
zeigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann natürlich im blödsten Fall das Suffix in beliebiger Kombination im Namen nochmal auftreten. Also gerade beim Beispiel des Buchstabens A kann natürlich beliebig oft in einem Namen auftreten. Das heißt, wir erhöhen das Temp um 1 und starten die Suchanfrage erneut. Jetzt allerdings nicht von str, sondern von temp aus. Wir werden das gleich bei der Hanna sehen. Wir werden das A bekommen, gehen dann auf das N und suchen vom N erneut das A. Wenn das Suffix dann nicht ein zweites Mal enthalten ist, dann gehen wir mit Return 0 raus. Ansonsten schauen wir, ob bei dem Suffix, das wir neu gefunden haben, jetzt tatsächlich das Ende des Strings gefunden wird. Das heißt, wir können das auch nochmal gleich debuggen. Unser Temp zeigt auf das CTE am Ende. Die Länge Temp SLAN ist 0, deswegen gehen wir raus. Also SLAN ist 3, 0, 1, 2, 3 ist die Nullterminierung. Erfolgreich gefunden. Bei der Hanna wird es anders ausschauen. Also wir suchen das erste A, holen uns die Länge, die ist jetzt 1. Hier ist nicht die Nullterminierung, das heißt, wir gehen noch nicht raus. Wir erhöhen das Temp um 1, suchen ein zweites Mal. Wir finden das A. Das ist jetzt das A am Ende. Plus 1 ist die Nullterminierung. Das passt. Und wir haben den String erfolgreich durchsucht. Ich persönlich finde die zweite Variante die verständlichere, die einfachere Variante, weil wir quasi mehrfach einfach das Auftreten einer Zeichenfolge suchen und schauen, ist diese Zeichenfolge am Ende der Zeichenkette. Die Variante ist natürlich nicht so effizient, weil sie den String unter Umständen mehrfach durchsucht. Bei der ersten Variante wussten wir, wir wollen genau auf das Ende des Strings schauen. Das heißt, wir haben da nur das Stringende überhaupt untersucht. Also ein beliebig großer String wird quasi nur auf das Suffix begrenzt. Okay, zur Teilaufgabe B. In Teilaufgabe B sollen wir die Funktion checkGender realisieren, die anhand eines Vornamens prüft, zu welchem Geschlecht der Name gehört. Die Funktion liefert den Wert 0, falls keine Entscheidung getroffen werden kann. Entscheidet sich die Funktion für eine Frau, so wird eine 1 und bei einem Mann eine minus 1 zurückgegeben. Ich habe da mal die Vornamen bei Wikipedia studiert und daraus ein paar Änderungen zusammengefasst. Das ist natürlich unvollständig, aber es reicht, um eine Handvoll Namen erkennen zu können. Die Funktion hat als Signatur den Rückgabewert int, heißt checkGender. Und ich nehme wieder einen Constant Character für den Namen. Wir können natürlich in Teilaufgabe B auf die Aufgabe A zurückgreifen. Das heißt, ein Vorname wird als Frau erkannt, wenn der Name auf A endet. Wir hatten gerade das Beispiel Hanna, aber nicht auf CHA. Also zum Beispiel Sascha endet auch auf A. Das heißt, wenn nicht String ends Name, CHA. Also wenn nicht CHA auftritt und String ends, dann wäre das jetzt quasi die erste Bedingung. Es folgen noch weitere. Das heißt, wir fügen die mit oder an. Ebenfalls die Annette, also falls String ends Name mit TTE. Und ich füge einfach mal die anderen entsprechend ein. Wir machen dann als Rückgabe eine 1 für eine Frau. Im zweiten Fall, kopiere das jetzt einfach, wird
auf einen Mann geprüft. Wir sollen minus 1 zurückgeben. Wir haben jetzt keinen Sonderfall. Das heißt, wir haben nur String ends. Das geht los mit R, T, in, L, F und A, S. Und falls nichts erkannt wird, return 0. In Teilaufgabe C sollen wir jetzt das Hauptprogramm erweitern, dass eine Begrüßung mit Herr und Frau erfolgt. Ich werde das einfach mal auskommentieren, unseren Test hier vorne. Das heißt, ich gebe mal aus, bitte Vorname, Name eingeben. Wir speichern uns Vorname, ich nehme jetzt einfach mal 100 und Name. Wir können ganz einfach mit scanf einlesen und zwar erst den Vornamen, also 99s. Ein Leerzeichen trennt das Ganze und 99s für den Nachnamen. Wir brauchen kein Kaufmanns-und, weil wir bereits Felder haben. Das sind ja Zeiger auf das erste Element. Wir können jetzt mit Switch das Ganze überprüfen. Switch, check Gender, unser Vorname. Und wir haben drei Fälle. Case 1, das wäre die Frau. Hallo. Frau Prozent S. Und Parameter wäre unser Name. Nach jedem Case muss ein Break auftauchen, sonst würde einfach in den nächsten Case weitergelaufen werden. Wir wollen die Fälle ja getrennt haben. Jetzt käme hier der Herr. Ich kopiere mir das einmal. Ich sollte Hallo. Hallo, Herr. Und ganz wichtig, ein Switch Case sollte am Ende ein Default haben. Und da geben wir einfach nochmal Vorname und Nachname aus. Vorname, Name. Und ein Break. Also in der Prüfung können Sie in der Regel auf Ausgaben vor einer Eingabe verzichten. Auch die Ausgabe muss nicht umfangreich sein. Es wird meistens gefordert, geben Sie auf so und so viele Stellen oder so und so viele Buchstaben aus, dann genügt quasi die reine Ausgabe des Ergebnisses. So, können wir es mal ausprobieren. Vorname Julia Roberts. Hallo Frau Roberts, willkommen zur C-Programmierung. Das passt. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank.